Ich bin Johannes Fritz, ich bin der Leiter von einem europäischen Wiederansiedlungsprojekt, das ist ein Live-Projekt zur Wiederansiedlung des Waldrapp in Europa. Wir sind ja schon seit vielen Jahren aktiv und jetzt haben wir ganz neu in Seekirchen am Waldersee da bei der Familie Ackerl einen Windkanal aufgebaut, den man da im Hintergrund sieht. Der ist zum einen für Grundlagenforschung, ist auch als Grundlagenforschungsbudget finanziert. Das Ziel der Forschung ist einerseits Erkenntnisse zu finden zur Frage, wieso Vögel in Formationen fliegen, wie viel Energie sie verbrauchen. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist die Form und Position von Geräten, die die Vögel am Rücken tragen, also freifliegende Vögel, zu optimieren, dass sie möglichst geringe Kosten dadurch haben. Wir haben vier Vögel da, die sind extra darauf trainiert, im Windkanal zu fliegen. Die beiden Kollegen trainieren sie täglich eigentlich 4 bis 5 Mal pro Tag und jeder Vogel ist da 2 bis 3 Mal dann jeden Tag im Windkanal und fliegt ein paar Minuten. Die Waldrappe fliegen natürlicherweise 40 bis 45 km/h, also aktiver Ruderflug. Und im Windkanal ist eben, wird die Luft genau auf diese Geschwindigkeit beschleunigt. Und deswegen fliegt er also dann quasi permanent im Stand. Der Windkanal ist ganz separat finanziert. Das sind nicht Artenschutzgelder, die da einfließen, sondern das sind Gelder aus der Grundlagenwissenschaft. Umsetzen haben wir das nur können durch eine Kooperation mit der Fachhochschule Joanneum in Graz. Uns entstehen eigentlich im Wesentlichen nur die Materialkosten im Umfang von 40.000 bis 50.000 Euro. Das ist ein Bruchteil dessen, was normalerweise so ein Windkanal kostet. Also wir haben den jetzt seit August 2019 in Betrieb. Wir planen jetzt einmal bis Ende 2020 den hier zu betreiben, aber wie es ausschaut, gehen uns die Fragestellungen nicht aus, also ob es dann weitergeht in Folge, das ist momentan noch offen.